Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, unsere neue Base. Und hier gibt es auch allerhand zu looten, Leute. Oh. Hier vor unserer Haustür. Ja. Leute, hier ist ein Horde drin. Jetzt schon in Stücke, ey. Schnauze da draußen. Ja, die Leute werden damit fertig. So. Würde ich sagen, zerlegen wir. Hier auch. Zerlegen. Alter, ey, ich will hier bauen, Mann. Ist jetzt hier mal bald Ruhe? I'm off. Be back soon. Hä? So. Ja. Hier auch. Schön zerlegen. So, dann, wie sieht's denn aus? Minus ein, also einmal Betten brauchen wir auf jeden Fall noch. Oder wir werten eben auf. Wir werten auf eine Autowerkstatt. Ne, die brauchen wir auf jeden Fall. Die lassen wir uns. Wir haben hier Benzin, ist das geil. Wir haben eine Küche. Unser Lager ist klar. Auf jeden Fall eine Werkstatt brauchen wir. Und eine Krankenstation. Das sind so die essentiellen Geschichten, die wir hier brauchen. So. Und dann würde ich sagen... Nee, du nicht. Man can't himself think around here. Wo haben wir denn noch einen her? Und rote Klaue Mitglied am besten. Da passt eine ganze Menge rein. Die können mal eine ganze Menge tragen. Hä? Ja, komm. Ja. Die Quest gleich mal mit. Hey there. Komm mal bitte mit. Hey, you wanna lend me a hand? Du würdest die Lagerhütte überprüfen wollen. Sieht vielversprechend aus, aber dort wimmelt es von Zombies. Wait on. Sind wir jetzt zu dritt? Jawohl. Und du hast noch gar nichts. Scheiße. Das ist Mist. Nee, müssen wir dich erstmal mit Waffen versorgen. Spind. Mit dem Skorpion.
erstmal entladen hier alles. Einen besseren Überblick. 22er. Ja komm, scheiß drauf, dann geben wir ihm erstmal die 22er. Da haben wir am meisten von. So, lad nach. Na, haben wir's? Gut. Dann... geben wir dir das hier. Und einen größeren Rucksack, wenn möglich. Okay. Wo wimmelt das von Zombies? Da. Gesichert. Dass er uns das jetzt permanent hier anzeigt, ist auch irgendwie... Ne, da müssen wir jetzt nicht mehr hin. Ah, hier unten. Alles klar. Das meine ich nämlich, die Orientierung hier, die ist tagsüber ja schon scheiße, aber nachts auf dieser Map hier, ich finde ich einfach nur katastrophal. Weil du musst dich wirklich an diesem Straßenverlauf, daran musst du dich orientieren, weil hier mal eben so eine Abkürzung nehmen, oh, don't give that screamer a chance to yell. Mal eben hier so eine Abkürzung nehmen ist einfach nicht, also... Wir können noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Glad nobody else knew this place before we found it. Dead ones, all around now. Ja, von mir aus. Hm. Wir sind zu dritt. For now, as long as that plague heart is nearby, this place won't ever feel safe. Knock him off! Oh, it's been a mess. We're falling apart. Oh, die Karre raucht. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. It just made my day. Oh, cool. Ja, wie gerufen. Aha. Ask and you
Jackpot. I need a rest. Da hat uns jetzt noch gefehlt, dass der uns jetzt hier bei drauf geht. Can we pick up the pace? Ja. Rechts und dann nach links. Well, time for me to move on. If you ever end up over in Trumbull, feel free to stop by. Das immer wieder, der Schwierigkeitsgrad, der ist schon, also man darf es nicht unterschätzen, ist einfach so. Aber ich finde, das ist hier echt alles noch berechenbar. Und ja, gut. So, jetzt aber schnell. We can't let this blood plague situation get worse. Every option is die Blutseuche. Ja, komm. Ein solchen Heilmittel. So, du warst das, ne? Bitte. Scheiße, Mann, ey. So, einmal noch. Dann hätten wir diese Quest auch. That should be a big help. Our community will flourish if we keep making smart choices like this. Oh, Leute, ey. Yep. Anstrengung hier. Plan is right, it's right. Oh, the sun's shining a little brighter today. Wie sieht's im Allgemeinen aus? This is my last mag. It'll be a problem later. Du hast auch die Blutseuche. So, werden wir erstmal unsere Basis weiter aufwerten hier. Krankenstation ausbauen. Betten sind ausgebaut. Ich brauche tatsächlich noch einmal Betten. Da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Hier würde ich tatsächlich dieses Handelsdepot würde ich hier reinbauen wollen. Wir sehen erstmal zu, dass wir einen Händler oder so dran bekommen. Dass wir uns erstmal einen Händler ranziehen. So wie wir es in den letzten Parts eben auch gemacht haben. Oder in den letzten, Stories, also Großstories. Was nehmen wir denn da? Noch einmal Betten, wa? Können wir gerade nicht bauen, wa? Werten wir hier auch nochmal auf. So, dann würde ich tatsächlich looten gehen.
rüber. So, jetzt können wir das ja machen. Careful. That screamer can bring out a lot of plague zombies. Da. Scheiße, Mist, Alter. Die Viecher, die machen nur Ärger. That's useful, I guess. Benzin. Nice. Not going far with all this. Ja, brauche ich. Hier die Straße runter ist auch ein Screamer, sehe ich gerade. Oh, ah, hier vorne. So, das war mal ein Screamer. Still a few of them lingering. Hey, that freak might be trouble. I appreciate you guys making me feel at home here. Thank you. Shit. Shit. Raus hier. Nee. Kacke, Mann. Gar nicht gut. Alter, ich hab jetzt gerade ganz andere Sorgen, als deine Tante ist. Scheiße. Da ist eben das Problem, die Leute sind einfach noch nicht hochgeskillt. So, heil dich. No more of that. Alter. Was haust du da draußen? Puh. That was loud. Okay. So, dann mach du mal bitte weiter. Ich brauche hier erfahrene Spieler. Station. Anlage reparieren. Nee, die haben alle noch voll zu tun. Müssen wir ein anderes Mal machen. You want something? Wir schicken dich auch weg. Vaya con Dios. Nehmen wir mit. Come with me, will ya? So. Ah, da rennt. Da rennt der Tobsüchtige, der rennt da hinten umher. Hey, Red Talon. I found your missing unit. Must have left base without enough ammo. Karre. Respect for the dead and all, but I call that a Darwin situation. Rasen wir das hier mal Stück für Stück ab, alles. The area is clear of the living dead. Let's put something down first. Hä? Ach du Scheiße, ja, stimmt ja. Das ist heute irgendwie nicht mein Tag. Weiß ich nicht. Total unorganisiert heute irgendwie. Keine Ahnung. Überarbeitet, würde ich sagen. You guys can't get rid of me that easily. What's next? Eindeutig überarbeitet, Leute. Macht sich jetzt bemerkbar. Aber ein Ende ist ja Gott sei Dank in Sicht. Guck mal her. Hast du noch irgendwie was? Nee, gut. Weiter geht's. Reihe schnappt und dann geht's. Munter weiter. Und tanken müssten wir auch bald.
sich hier schon wieder nach Horde an. Ja, wir grasen die Gegend hier ab. Alles Stück für Stück. Zombies attracted, check. Alles gut. Love when I find something good. So, ist hier noch irgendwie was? Auf, nee. Hier an. Da. An der Stelle. Oh. Ja, ja, komm her. Alles klar. I don't see anything good. Hier ist noch ein Schuppen. Mental note. Don't get killed today. Stelle ist gesichert. Auch leer gelootet. Oh ja. Oh. Alter. Scheiße. Too loud. Zombies incoming. Ersatzteile in einem Benzinkanister. Also, das finde ich auch ziemlich unlogisch, aber gut, mich fragt ja keiner. Verdammte Scheiße, Mann. Ja, unser NPC, der leistet ganze Arbeit. Das passt schon. Ich finde dieses Switchen auch immer ziemlich, ja, wie soll ich sagen, anstrengend, schwierig. Müsst euch vorstellen, du spielst die ganze Zeit mit so einem Rote Klaue-Mitglied und schätzt natürlich den seine Skills und dann switchst du auf einem ja, auf einen normalen Spieler, der noch null hochgelevelt ist, gar nichts, und ja, willst mit dem hier durchziehen, eine Wildwestnummer abziehen, wie so ein Rote Klaue-Mitglied, weißt? Und dann ist ziemlich, ja, wenn du feststellst, oh, er kann ja gar nicht so heftig kämpfen wie du, dann ist das Kacke. Boah, Alter, ist hier schon wieder eine Horde? Das hört sich auf jeden Fall nach Horde an. Scheiße. Oh, das sind nicht... Das sind nicht wenig. Das sind wirklich nicht wenig. Machen wir jetzt wirklich mal langsam. And nothing. Natürlich, nichts gefunden. Aber wir lassen die... Wir lassen die erstmal ganz entspannt vorbeiziehen. Wir müssen jetzt nicht unnötig Aufmerksamkeit auf uns lenken. Das muss auch nicht sein. Natürlich rennen die Richtung Auto. Wenigstens ein Packsack mit Benzin gefunden. Immerhin. Ja, zieh mal ruhig weiter. Oh, und Baumaterialien haben wir auch gefunden, Leute. Das heißt, wir müssen hier nochmal her. Die rennen genau Richtung Base. Ich hoffe, die ganzen NPCs wissen, was sie jetzt zu tun haben. Ein paar Zombie-Ärsche aufreißen zum Beispiel. Das
Problem ist, die Elite-Kämpfer, die sind gerade weg. Die haben wir jetzt hier gerade. Da müssen die Neulinge erstmal zusehen, wie sie klarkommen. Obwohl der Felix, der ist ja keiner, das ist ja mittlerweile auch ein Veteran. Der ist ja auch hochskilled. Da mache ich mir gar nicht mal so die Sorgen, dass es irgendwie schief gehen könnte. This is Cleo. Observed population density in area designated Trumbull Valley is beneath baseline target. Citizens are instructed to relocate to area designated Trumbull Valley at their earliest convenience. Sorry, folks. Just a little radio malfunction there. Da oben. Please, go about your business. Ich bin auch echt am Überlegen, wenn wir jetzt in die Todeszone gehen. Möchte ich auf jeden Fall eine Map haben, die wir noch oft, also nicht so oft gezockt haben. Also hier Mega Valley oder so ist nicht. Ja, das wird ja sonst langweilig. Ja, Trumbull Valley haben wir auch schon gespielt. Reizt mich allerdings ein bisschen. Alleine schon deswegen, das ist super eng da. Vor allem, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Alleine deswegen schon. Naja, mal hier hin. Kriegen wir auf jeden Fall nochmal Lebensmittel raus, würde ich tippen. Area is clear of the living dead. Okay, I searched everything here. Nice. Sich's doch einmal Lebensmittel hier noch rausziehen können. Hier steht auch eine Karre. Mal gucken, ob hier noch was drin ist. Nehmen wir natürlich gerne mit. Benzin. Muss glatt mal gucken. Nee, das Ding ist leer und steht die genau vor unserer Base. Wisst ihr was? Ich tank diese Karre hier auf. Die können wir nehmen. So weit weg ist die nicht. Die holen wir uns ein anderes Mal ran. Ab im nächsten Part. Ich würde jetzt allerdings noch gerne der Vollständigkeit halber hier noch looten. Ich weiß, hier ist irgendwo der Tobsüchtige. Hier draußen. Nee, nicht hier draußen, drin. Ja, zack. Ja. That was loud enough to bring company. We need backup over here, ASAP. Baumaterialien. Naja. Nehmen wir alles mit. Was ist denn hier noch? Hier auch noch. Haben wir das nahe Umfeld eigentlich quasi komplett abgegrast. Die Häuser, die brauchen wir nicht mehr. Baumaterialien. Wieder ein bisschen dämlich vom NPC. Er hätte ganz entspannt
Ganz entspannt hätte er, ja, sneaken können, den Zombie platt machen können. Oh, ja klar. Das ist scheiße, nur eins. Hat er allerdings nicht gemacht. Ich finde, hier muss dringend nachgebessert werden. Hey, no zombies here. Einfach so eine logischen... I've checked everything. So eine logischen Geschichten, ey. Hätte man ruhig mit einbauen können. So. Packsäcke können wir noch zwei mitnehmen. Die können wir schultern. Look at this. Nice. Nice, genau, gehe ich mit. Ja, komm. And now the zombies are coming. Wonderful. Na ja. Kack dir mal nicht ins Höschen. So. This one's easy. Na ja. I've been meaning to get to this. Wir haben jetzt auch eine neue Quest angenommen, sehe ich gerade. Nothing more to see. Macht nichts, macht gar nichts. Aber das, Leute, das wird in der nächsten Folge dann passieren. Think I just put myself on the menu. Schmeiß alles um hier. Ich sag, diese Geschwindigkeit, mit der wir hier spielen, das können wir nachher in der Todeszone absolut nicht abziehen. Das ist tödlich. Yeah. Buchstäblich tödlich. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Gehen wir halt weiter. Hier, wo dieser Ausguck ist, das wird wahrscheinlich so eine Art Eckbüro sein. Würde ich jetzt mal tippen. Locked. Ja. Plündern wir das. Maybe they'll find someone even louder to eat. Bring das ganze Zeug dann nach Hause. Und dann würde ich den Part an der Stelle auch beenden wollen. Ja, ja. Wir kriegen Gesellschaft. Schnauze. Alter. Alles klar. Ja, kümmere dich noch. Nee. Nee, sie kommt zurück. Gut. Dann fahren wir wieder nach Hause. Oh, steig ein, Mädel. Fahren wir wieder nach Hause. Laden das ganze Scheiß ab. Hier sind auch Parkplätze, ich verstehe nicht. Nee, es müssen diese festen Parkplätze hier sein. So. Laden wir alles rein. Schmerzmittel. Ja? Lead on. Ach, scheiße, nee, können wir nicht machen. Macht nichts. Leute, das ist Stoff für die nächste Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.